Es gibt weitere Neuigkeiten zum neuen Highschool-Jahre-Erweiterungspack und dem vorher erscheinenden Update, welche ich euch in diesem News-Video zusammenfassen möchte. Mehr dazu in diesem Video. Beginnen wir zuerst mit dem größten Kracher. Es ist gar nicht mal so unrealistisch, dass wir mit dem vorbereiteten Update auf die neue Erweiterung Runde Wände ins Spiel erhalten. Vor einigen Tagen hat ein anonymer Twitter-User einen Account erstellt und hier ein einzelnes Bild hochgeladen, welches runde Wände in The Sims 4 zeigt. Bis jetzt wissen wir nicht, von wem dieser Screenshot wirklich stammt. Vielleicht wurde der Account von einem Entwickler anonym erstellt, vielleicht ist der Screenshot aber auch einfach fake. Auffällig ist allerdings, dass das Fenster vom Screenshot ebenfalls so auch im Trailer zu sehen ist und auch so gab es im Trailer diese Stelle, an der das Licht sich ungewohnt verhält und damit stark wie eine halbrunde Wand wirkt. Auch das Twitter-Profil der Sims erinnert an die Halbwände. Könnte das ebenfalls ein weiterer Hinweis sein? Noch ist nichts bestätigt. Spätestens am 15. Juli wissen wir mehr. Bevor wir mit den restlichen News weitermachen, nur ein kurzer Hinweis. Bei Instant Gaming könnt ihr das Pack für nur 33,31 € günstig vorbestellen. Link in der Beschreibung. Als nächstes haben die Entwickler ebenfalls ein paar weitere Screenshots der neuen Welt Copperdale geteilt. Diese erinnern mich vom Stil ein wenig an Granite Falls. Der hier dargestellte Bereich unterscheidet sich ebenfalls stark von den Szenen, die wir im Trailer gesehen haben. Nicht wundern, die schwarzen großen Boxen und Quadrate hier im Hintergrund werden wohl zum Release des Packs wieder verschwinden. Innerhalb der Produktbeschreibung der neuen Erweiterung gab es ebenfalls noch ein paar kleinere neue Infos, die ich in meinem letzten Video nicht angesprochen habe. So wird es möglich sein, neu als Deal-Influencer oder Streamer Geld zu verdienen. Die Sims können wohl auch selber Livestreams ansehen, was in diesem offiziellen Screenshot recht eindeutig ist. Ebenfalls ein weiterer Aspekt dieses Packs, Sims können jetzt Simfluencer werden und ihre alten Outfits verkaufen, sowie eigene Looks auf der neuen Ingame-Plattform Trendy vorstellen. Hier haben die Entwickler mit der Online-Plattform Depop zusammengearbeitet und mit insgesamt 5 verschiedenen Verkäufern der Plattform kooperiert, die eigene Outfits für das Pack entwerfen durften. Diese seht ihr jetzt ebenfalls auch im Hintergrund. Die Körperbehaarung der Sims wächst jetzt ebenfalls dynamisch nach und im Riesenrad können die Sims ein Techtelmechtel haben. Übrigens, wir haben jetzt ebenfalls einen Zeitpunkt für den anstehenden Entwickler-Livestream, in dem die Sim-Gurus immer das neue Pack im Detail vorstellen. Dieser wird am 15. Juli um 20 Uhr starten. Leider habe ich im letzten Video einen Fehler gemacht. Das Gratis-Update kommt natürlich irgendwann später nach dem Stream. Was denkt ihr zu den Hinweisen? Sind die halbrunden Wände für euch realistisch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.